Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hemschmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Ja, wieder nur ein kurzes Video heute über Vorsätze. Also ich empfehle ja nicht so viel Vorsätze zu machen für 2020, weil Vorsätze ja meistens sowieso durch den Kamin gehen. Aber was ich sagen wollte, wenn ihr euch was vornehmt, nehmt euch vor, mehr nice, geiles Leben. Also ich merke immer wieder, wie das eine Sache, die sich irgendwie, weiß ich, so komisch entwickelt hat in meiner Arbeit auf meinem Kanal, dieser Begriff auch, ja, merke ich mal wieder, es ist echt ein absoluter Kernpunkt meiner Arbeit, weil nice, geiles Leben ist ganz eng mit Selbstliebe verknüpft, also sein Leben zu versuchen, so schön wie möglich zu machen und es so sehr zu genießen, wie es nur geht. Es ist mit Selbstliebe verknüpft, es ist aber auch ganz viel mit Dankbarkeit verknüpft für das, was schon da ist, ne? Das sieht man ja auch häufig gar nicht mehr so richtig. Wirklich die kleinen Dinge wieder wertschätzen zu lernen, wie du isst, wie du deinen Tag verbringst, was du vielleicht für schöne kleine Begegnungen hattest außerhalb von Dating und Beziehungen. Weil du kannst nur so stark geliebt werden, wie du dich selber liebst. So, ne? Das ist die Grenze sozusagen. Und wenn du in dein nice, geiles Leben investierst, das ist Selbstliebe pur, wie auch immer du das machst. Also welche kleinen Schritte du da gehst, die addieren sich ja dann, ne, von Tag zu Tag so. Und ich glaube, also ich kann das jetzt schlecht begründen, aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist total wichtig, dass man alles, was es hier gibt auf der Erde, dieser verrückten Achterbahn hier, ist so gut wie möglich, also was du lieben kannst, das so gut wie möglich zu lieben, ne? Und es wirklich zu genießen hier, weil irgendwie habe ich habe das Gefühl, das bringt einen am besten auf den Weg, nicht nur in Beziehungen, Partnerschaft, sondern überhaupt schafft das günstige Umstände. Also je zufriedener man ist, je dankbarer, desto mehr zieht man das auch wieder an, Situationen, für die man dankbar ist und die man genießen kann. Und ich weiß, es ist mühsam, es ist ein Prozess, der vielleicht über Monate, Jahre geht, das aufzubauen. Aber das ist halt wirklich nachhaltig, ne? Das ist wie so Sport machen oder genug schlafen oder gut essen oder es ist wirklich eine Selbstpflege, die ja auf allen Ebenen, weiß nicht, körperlich, mental, geistig, spirituell, auf allen Ebenen wirkt. Und also wenn dir was vornimmst, nimm dir das vor für 2020, das jeden Tag so gut wie möglich umzusetzen. Ja, genau. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.